Man sieht hier unsere nackte Haut, aber wir waren bedeckt. Und mein Vater, er konnte es nicht glauben, er hat mich angerufen. Er so, du willst mir jetzt nicht, bist du nackt in dem Video? Hallo, ich bin Joy Dinalani und ich bin bei Diffus und schaue mir Videos an, alte Videos von mir und reagiere jetzt darauf, also Reaction-Videos. Okay. Okay, natürlich der Durchbruchmoment. Okay, wir waren auf Santorini und das Video fängt ja an in der Radioversion bzw. in der Albumversion mit dem Beat. Und ich fand den Song immer okay. Und war mehr interessiert eigentlich an einer Version, die so ein bisschen mehr nach R&B klingt. Und dann ist Max mit mir ins Studio und dann haben wir mit Freundeskreis eine R&B-Version gemacht und haben dann, ohne mit der Plattenfirma zu sprechen, einfach nur als Intro für das Musikvideo die vermeintlich singeligere Version reingepflegt und dann einfach geswitcht. Eine einzige Sache hat es sich doch schon gelohnt. Nämlich waren wir dann im selben Jahr auf den MTV Awards in Dublin und da kam Whitney Houston auf uns zu und hat gesagt: Guys, I love your video, I love the song, this is amazing, thank you. Dafür allein hat es sich ja wohl schon gelohnt, oder? Vielleicht meine zweite Single-Auskopplung, glaube ich, war das. Oh, war gut. Ich stehe auf die Videos, die mir eine Geschichte erzählen. Vergessen, es gibt diese eine Szene, und da habe ich mich mit diesem Regisseur total gestritten. Da koche ich irgendwas und der Typ kommt rein und da sagt der Regisseur zu mir, sagt er mir, guck ihn dann an, wenn er reinkommt. So, also der Typ in dem Film, also in dem Video hat mich enttäuscht, ich bin sauer auf ihn, er soll gehen. Und dann, wenn er dann reinkommt, dann schau ihn an. Habe ich gesagt, niemals schaue ich ihn an. Niemals. Ja doch, du musst ihn anschauen. Habe ich gesagt, ich schaue ihn nicht an. Ich würde niemals einen Mann anschauen in so einer Situation. Warum denn? Und es war dann so ein Hin und Her. Dann habe ich mich so durchgesetzt und habe dann einfach weggeguckt. Und ich sage dir, das ist für mich eine gute Szene. Das ist für mich die richtige Entscheidung gewesen. Mein Vater war auch bei dem Videodreh. Und mein Bruder war auch da. Hey, ich finde es ein sehr gutes Video. Ich finde es auch einen echt guten Song, muss ich sagen. Auch retrospektiv ziemlich progressiv, fortschrittlich gewesen. Es gab es einfach noch gar nicht bis dahin. Das ist eine Pionierarbeit. Ah ja, ah, so where to? Yuma Sekela spielt die Trompete. Yuma Sekela, einer der wichtigsten Jazz-Trompeter unserer Zeit, spielt da ganz am Anfang im Intro. Der ist der, ja, sozusagen mein Onkel, aber nicht mein Onkel by Blood, sondern der ist der Freund meines Vaters gewesen, der auf dem Grundstück meiner Großeltern einen großen Teil seiner Jugend verbracht hat. Und mein Großvater hat ihm einen Reisepass besorgt, den er nicht hatte. Und mit diesem Reisepass ist er ausgereist in die USA und wurde ein Weltstar. Wow, das muss ich auch erzählen. Okay, und da steht hier dieses Soweto-Schild, so wie Hollywood. Und das haben wir anfertigen lassen. Also das ist wirklich, man muss sich auch überlegen, wir haben dieses Video 13 Tage lang gedreht. 13 Tage. Gott, diese Tänzer, die wir dann haben wir Tänzer besorgt, die sozusagen ihre Performance machen vor dem Soweto-Schild. Dann gibt es da die ganze Zeit so dokumentarische Originalaufnahmen aus der Apartheidszeit.
die wir auch da eingearbeitet haben. Also es ist wirklich so wahnsinnig aufwendig gedreht und viel Aufwand auch sozusagen in der Post-Production dann mit reingeflossen. Und die Idee war eigentlich, viele Szenen nachzubauen, die in die Geschichte eingegangen sind. Also Oscar Peterson, der erschossen wurde bei den Schüleraufständen. Es gibt ein Bild von Winnie Mandela an einem Zaun vor ihrem Haus, das wir nachgebaut haben. Also das war eine verrückte, verrückte Videoreise, die wir da gemacht haben. Ich glaube, das macht man heute in der Form nicht unbedingt mehr. Aber wir wollten immer rein in die Geschichten. Und was, glaube ich, wirklich ein Fun Fact ist, von dem keiner weiß, ich habe das gedreht, da war ich schwanger. Also ich bin in dem Video schwanger, schon mit meinem zweiten Sohn, ja. Im Juni 76 sind die Schulkinder, rennen den jungen Peterson, die Polizei schießt ihn her. Ich finde, es ist ein sehr gutes Video auch und es war interessant, wie wenig Aufmerksamkeit es bekommen hat hier in Deutschland. Hat einfach niemanden wirklich interessiert. Wir waren einfach anders und haben darauf auch Wert gelegt, einfach unsere Kunst zu machen, ungeachtet dessen, ob es resoniert oder nicht. Und da sind solche Sachen bei rausgekommen. Und ich finde, das kann sich auch sehen lassen. Okay, Max war in New York, in Paris, in Lissabon, glaube ich. Auch wieder so ein Video, wo er einfach viel Zeit investiert hat. Ich habe in Stuttgart gedreht. Oh, ich werde nie vergessen. Es gibt diese eine Szene, wo Max und ich abwechselnd im Studio performen. Man sieht hier unsere nackte Haut, aber wir waren bedeckt. Und mein Vater, er konnte es nicht glauben, er hat mich angerufen. Er so, du willst mir jetzt nicht, bist du nackt in dem Video? Spinnst du? Du bist nackt in dem Video, Joy! Und ich so, Papa, ich bin doch nicht nackt. Er so, du siehst aber nackt. Also ich so, erstens mal, selbst wenn es so wäre, was wären dann? Und zweitens bin ich es nicht. Aber das war für ihn einfach so unfassbar. Er hat gedacht, was macht dieses Kind? Das wird ja immer schlimmer. Je mehr Erfolg kommt, desto verrückter wird sie. Jetzt zieht sie sich auch noch aus. Vor laufender Kamera, was habe ich falsch gemacht? Ja, und so weiter. Gut. Guter Song, finde ich. Guter Song. Süßes Video von Henrik Alm. I love it. Hat total Spaß gemacht. Haben wir in Berlin gedreht und es ist ein Feature mit BJ, The Chicago Kid. Und weil das ja eben in Corona gedreht wurde und wir gar nicht, es war gar nicht daran zu denken, irgendwo hinzufliegen oder jemanden einfliegen zu können, mussten wir auch ein Kamerateam nach L.A. schicken und ihn separat aufnehmen und das dann einarbeiten ins Video. Das ist so ein bisschen schade, weil das Video, also das ist auch okay, das ist ja der Zeit geschuldet. Das Video ist total schön, finde ich, hat sich Henrik sehr Mühe gegeben und sehr viele verschiedene Ebenen gebaut. Hat echt Spaß gemacht. Props. Und mein Vater. Oh mein Gott. Ja. Gut. Oh Gott, da gibt es ja diese Fotowand, vor der ich sitze. Es gab doch ein kleines Drama, weil wir diese Bilder daran gehängt haben, aber eben nicht gehämmert, sondern mit so einem, ich weiß nicht, wie diese Strips heißen, die man da, also diese, die man dann wieder abziehen kann, irgendwie Doppelklebe, was weiß ich. Und dann natürlich ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Da ist wirklich eigentlich, also erstmal so ein ganz kleines Stück abgeblättert bei der Abnahme eines Fotos und es wurde immer größer. Es war so ein Drama. Das heißt, wir mussten ja die ganze Wand streichen lassen. Es fällt mir total schwer, aus den Videos, die ich jetzt gerade geschaut habe, ein Lieblingsvideo rauszupicken. Ich finde, sie sind einfach sehr warm, real irgendwie. Ist irgendwas sehr Authentisches.
ich sehe mich auch immer durchkommen als Person, auch wie ich im richtigen Leben bin. Ich habe ein gutes Team und Max ist einfach gut auch. Ja, wir sind ein gutes Team, ja. Das ist so. Mhm.